Herzlich willkommen, meine Freunde, zu einer neuen Folge von WWE Supercard. Und diesmal super pünktlich, als Giants Unleashed kam, habe ich sofort angefangen, meine Mittwochsbelohnung freizuspielen. Also fühlt es sich diesmal auch wirklich an wie eine Mittwochsbelohnung. Wir gucken uns natürlich Giants Unleashed gleich an. Keine Ahnung, wer die Undercards sind. Bin ich gespannt. Vielleicht kann ich ja mal eine gebrauchen davon, das wäre ganz cool. Wie gesagt, Mittwochsbelohnung machen wir auf und ansonsten gibt es nichts zu berichten, meinerseits, ja, also hier, wo ist es denn hier, Performance Center dauert noch 2 Tage, dann ist der erste Angelo Dawkins fertig, der zweite vielleicht übers Team-Event, vielleicht, ich könnte ihn auch im Performance Center machen, das würde aber lange dauern, ich glaube übers Team-Event geht es relativ schnell, dass ich den als Pro machen kann und dann, ich glaube, das reicht nicht, oder? Gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Das hier ist natürlich kein Pro, Batista. Hier noch ein Pro mehr, reicht natürlich nicht, ja, das ist kein Hexenwerk. Aber würde mir eine Diva reichen? Ich glaube nicht, oder? Eine Diva würde mir nicht reichen. Weil ich würde dann natürlich eine Fusionsdiva nehmen, aber wir sind ja gerade mal bei dem E. Gerade mal bei dem E. Wir haben Eddie, wir haben zwei, noch ein Pro mehr. Dann sind wir vielleicht, vielleicht bei dem zweiten E, Mitte vom M. Na. Ich glaube, ich sehe mich noch lange nicht auf der SummerSlam-Stufe tatsächlich. Noch lange nicht. Wir gucken aber erstmal, was hat Giants Unleashed uns zu bieten. Natürlich erstmal die Animation, da hüpft Roman Reigns raus. Ja, dich kennen wir schon. Mich interessiert vor allem, was sind die Belohnungen? Und da sehen wir schon, Rey Mysterio ist die SummerSlam 20 Karte. Ziemlich nice. Finde, das Bild passt auch super gut zu dieser Karte. Ja gut, um die Eventkarte könnte ich ja sowieso nicht spielen, von daher, who cares, was mit Roman Reigns ist. Hier haben wir Shayna Baszler. Und wenn mich meine Sinne nicht komplett täuschen, wäre sie ein Pro. Da muss ich gleich nochmal gucken. Über den Typ hier rede ich nicht. Ich werde nicht mal seinen Namen nennen. Und Seth Rollins auf Royal Rumble. Ja, ich muss mal ganz kurz gucken, ob Shayna Baszler nicht Pro ist. Ich glaube, die ist Pro. Shayna Baszler. Ja klar, hier ist sie doch. Shayna Baszler wäre wirklich Pro. Ist die Frage, ob ich das machen will, ne? Also 13 Millionen Punkte sind bei Giants Unleashed jetzt nicht so viel. Und dann hätte ich eine Pro-Diva. Das heißt, wenn ich ein bisschen Glück in den Fusionen habe, die ja auch in 15 Stunden ausläuft, ich habe bereits Billy Kay und ich habe Peyton Royce. Also wenn es eine Diva ist, ist sie auf jeden Fall Pro. Dann hätte ich 2 Pro-Diven plus Angelo Dawkins. Wäre also Full-Deck. Was das Achterdeck hier angeht, natürlich, Top 8 Deck, wäre ich Full Deck Elemental Pro plus Eddie Guerrero. Dann muss ich vielleicht noch ein bisschen hier so Scheiße wie Elimination Chamber spielen und mir 1-2 Slots erspielen. Vielleicht würde es dann reichen, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es reicht. Mal schauen, ob ich Shayna Baszler hole. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich will mich nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich kenne mich, habe im Moment, wie gesagt, gar keinen Bock auf Supercard. Aber Shayna Baszler, Diva Pro, ist nicht mal so aufwendig. Könnte ich mich zu durchringen, wenn ich denn die Zeit am Wochenende finden sollte. So, hier, das nehmen wir gerne mit. Und dann schauen wir mal. Ich hoffe, es gibt nicht wieder irgendeinen Bug. Beim letzten Mal hat es ja dann doch funktioniert. Deswegen bin ich einfach mal guter Dinge. Und hey, Drake Maverick. Nice. Den habe ich auf jeden Fall noch nicht. Ist ein Two-Stat-Trainer und aufs ganze Deck. Also genau das, was ich bevorzuge. Sehr schön. Sehr schön. Den mache ich auf jeden Fall fest. Das war ja tatsächlich mal richtig geil, was da drin war. Konnte ich mal gebrauchen. Das ist sowieso nur zum Trainieren. Hier ein paar Tickets. Und dann gucken wir mal. Beim letzten Mal Glück gehabt, da war Angelo Dawkins drin. Vielleicht haben wir diesmal auch Glück. Wir öffnen das Ganze in 3, 2, 1, Feuer, frei. Nein, diesmal kein Glück. Rey Mysterio, der Mann, der die SummerSlam 20 Karte bekommen hat. Tommaso Ciampa und Ricochet. Leider alles Schrott, aber ey, immerhin versuchen wir es mit der Mittwochsbelohnung. Das soll es gewesen sein für diese Folge. Mehr habe ich auch gar nicht zu zeigen. Gerne in die Kommentare, welche
Karte ihr in der Mittwochsbelohnung hattet, wenn denn eine vernünftige Karte dabei rumgesprungen ist, holt ihr euch Roman Reigns aus der Giants Unleashed, könnt ihr vielleicht Rey Mysterio gebrauchen, als Pro ist ja auch gut möglich, dass ihr den mittlerweile gezogen habt. Wie findet ihr insgesamt diesen Season Pass? Ja, ihr hattet ja jetzt ein bisschen Zeit, eine Woche, um euch reinzuspielen. Wie ist es so? Funktioniert es mit den Drop Rates? Habt ihr euch ordentlich die Belohnung gegönnt? Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen und sage Rindjehauen, bis zum nächsten Mal.